Dance Pollution ist das Tanzstudio in der Passauer Innenstadt. Wurde vor etlichen Jahren von Sandra Lommer gegründet. Und seit 2012 führe ich das quasi mit der Isis in ihrem Sinne weiter. Und ist sehr, sehr erfolgreich in Passau und ich glaube, zählt schon zu den beliebtesten Studios hier. Aber bei Dance Pollution gibt es ganz viele verschiedene Kurse. Von den klassischen Tanzarten wie jetzt Ballett oder Jazz. Wir haben die Diva Heel Class und Streeties. Eher was für die Ladies. Wir haben Hip-Hop. Wir haben alle möglichen Kinderkurse. Street Dance, Breakdance, Lyrical. Also eine sehr große Bandbreite. Jungskurs haben wir vor 2 Jahren gegründet. Wie der Name schon sagt, ein Kurs rein für Jungs. Da wird viel Hip-Hop gemacht, wobei wir auch die Stile ein bisschen mischen. Und in der Juniors Company, die unterrichtet jetzt im 6. Jahr. Und da bin ich für die Technik zuständig. Das heißt, sie machen bei mir Warm-up, Diagonalen und lernen halt richtig saubere Technik. Bei mir eine Unterrichtsstunde sieht bei mir dann so aus, es gibt erstmal ein Warm-up, dann werden verschiedene technische Übungen erarbeitet und aus denen dann quasi die Choreografie. Aber natürlich lernen die auch noch vieles, vieles mehr, weil sie sind in einer Riesengruppe, sie lernen miteinander umzugehen, sie haben ein tolles Gefühl einfach, wenn sie unter ganz vielen Leuten sind, Spaß miteinander haben. Das Besondere an Dance Pollution ist meiner Meinung nach, dass wir mittlerweile eine richtig kleine Familie geworden sind. Es kennen sich alle Schüler untereinander, die haben riesen Spaß, die verbringen auch oft ihre Freizeit zusammen und es ist ein ganz toller Umgang unter den Schülern und auch natürlich von Schüler zu Lehrer. Ja, wir unternehmen auch mal was irgendwie zusammen und man kann einfach so einen gewissen Gruppenzusammenhalt fühlen und man fühlt sich einfach irgendwie heimelig. Grundsätzlich kommen die Leute aus verschiedenen Motivationen. Die einen kommen natürlich, weil sie tanzen lernen wollen, die anderen kommen, weil sie es mehr als, sag ich mal, Sport und Fitness irgendwie betrachten und viele kommen halt auch, weil sie Teil dieser großen Dance Solution Familie sein möchten. Da gibt es keine Beschränkungen. Für uns kann wirklich jeder mit Tanzen, der Spaß und Tanzen hat. Ob man Tanzerfahrung hat oder nicht. Wir haben ganz viele Basic-Kurse, ganz viele Anfänger, die noch nie was gemacht haben. Aber wir freuen uns natürlich auch über Leute, die bereits schon länger irgendwo getanzt haben. Das Schöne daran, Tanzlehrerin zu sein, ist, dass man von den Leuten ein ganz tolles, positives Feedback bekommt. Der Prozess, wenn man dann über Jahre sieht, wie sich Schüler entwickeln, wie die immer besser werden, wie die immer schneller werden. Also wenn man mal einen Schüler hat, der zu uns kommt und noch nie in seinem Leben getanzt hat und den dann irgendwie auf seinem Weg begleitet und dann eben feststellt, dass er eine wahnsinnige Entwicklung auch irgendwie durchleben kann. Man hängt da auch ganz viel Herzblut rein, aber am Schluss sieht man halt doch, dass sich die Leute reinhängen, dass sie Spaß dran haben und die bringen einem ganz viel positive Energie wieder zurück. Und man sieht am Ende des Jahres, okay, die Leute, die tanzen das nach, was man sich irgendwie im Kopf ausgedacht hat und haben im besten Fall natürlich auch noch Spaß daran. Das ist das Beste am Tanzen. Also ich liebe den Tanz, weil man einfach so sein kann, wie man ist. Wenn man jetzt auch mal einen schlechten Tag gehabt hat, man kann einfach seine Emotionen rauslassen und ja, kann man Dinge ausdrücken, die man vielleicht so nicht sagen kann. Viele machen Sport, Tanzen ist auch Sport in meinen Augen, aber Tanzen ist noch viel mehr, da steckt die Kunst dahinter. Und für mich ist es wirklich, es ist ein sehr, sehr großes Hobby und ich kann aus der Arbeit gehen, ins Tanzen rein und bin danach wirklich wieder total frei im Kopf. Ja, mein ganzes Leben wird von Tanz aus gefüllt. Es ist meine Arbeit und es macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann seine ganzen Emotionen reinstecken. Es ist eine ganz, eine tolle Sache.